herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Golf 3 VR6 Turbo, dem Oma Golf. Alle, die aufmerksam aufgepasst haben, letzten Dienstag, haben wir einen Livestream gemacht, wie wir hier den Motor ausgebaut haben. Beziehungsweise ich habe die Kamera gehalten und Marius und Joni haben ausgebaut. 1:42. Ich fand es schon mal krass, dass ihr alle so lange dabei wart. Es waren zwischenzeitlich, ich glaube, knapp 7000 Zuschauer. Das hat schon Spaß gemacht. Also können wir auf jeden Fall in Zukunft öfter machen. Das heißt auch, jeder von euch, der jetzt kombiniert hat, dass der Motor jetzt gerade ausgebaut ist, heißt, dass dieses Video natürlich auch top aktuell ist. So, wir haben nämlich gerade ein bisschen Leerlauf und kümmern uns mal schnell um den Golf. So, ich hatte das ja schon angekündigt. Der Golf kriegt ein kleines Upgrade und wird vor allen Dingen standfest gemacht. Standfest gemacht heißt, dadurch, dass wir ihn damals eher kostengünstig gebaut haben und viele Altteile von Marius und so weiter verbaut haben, ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir das Ganze so bauen wollen, dass das Auto wirklich mal 1, 2, 3 Saison hoffentlich fährt, ohne kaputt zu gehen. So, René hat jetzt ja auch mittlerweile so ein bisschen was mitbekommen und weiß, wie oft diese Projektautos dann doch mal schnell kaputt gehen, ne? Mhm. Und das ist eine Aufgabe. So, und dazu gibt es halt so ein paar Baustellen an diesem Fahrzeug, die wir jetzt angehen. In diesem Video kümmern wir uns um 2 Baustellen. Das sind einmal die Antriebswellen und das ist einmal die Thematik um die Vorderräder. In der einen Folge, wo wir bei JP auf dem Prüfstand waren, hat man richtig gut gesehen, dass irgendwo in der Vorderachse Spiel ist. Das heißt, unter Last ziehen sich die Räder nach vorne und das will man nicht. Aber da gehe ich später drauf ein. Wir kümmern uns erstmal um Thematik Antriebswellen. So, wir haben hier die alte Welle. Das heißt, das ist einfach nur die originale Golf 3 VR6 Welle. Und dabei ist das Problem, dass die an verschiedensten Stellen immer kaputt geht. Das heißt, wir haben sowohl es schon geschafft, das Innengelenk zu springen. Das sieht dann so aus, da haben wir noch ein paar alte Stücke davon. Das heißt, dieser Käfig hier drin, wo die Kugeln drin laufen, der platzt einfach auseinander. Und genauso kann das Außengelenk kaputt gehen. Das heißt, unterm Strich ja, ist diese Welle einfach am Ende und überlastet. So, und jetzt kommt ja auch noch der Punkt dazu, diesen Golf fahre ja nicht nur ich, sondern sowohl mein kleiner Bruder als auch Marius sind auch viel mit dem Auto unterwegs. Und ich kann euch sagen, erstmal schon mal 700 PS mit Frontantrieb. Wenn in dem Moment eine Welle kaputt geht, das ist kein schönes Gefühl, weil wir haben in diesem Getriebe eine Lamellensperre drin. Diese Lamellensperre ist durch ihr Funktionsprinzip dauerhaft vorgespannt. Das heißt, die sperrt dauerhaft. So, wenn nun eine Welle abreißt unter Volllast, genau in dem Moment geht die komplette Kraft auf die andere Welle. Das heißt, das Auto versetzt richtig nach links oder rechts. Das kann halt auch mal böse in die Hose gehen. Deswegen kann ich jedem immer nur empfehlen, Thematik Antriebswellen. Nehmt es nicht zu sehr auf die leichte Schippe, sondern lieber ein bisschen Vorsorge betreiben und einfach gut schlafen können. Ich fahre an der Limo Wellen aus Amerika von Drive Shaft Shop. Und die funktionieren so gut, dass ich jetzt gesagt habe, komm, egal, wir bestellen das große Kit auch für den Golf. Und genau das zeige ich euch jetzt. So, also dieses gesamte Kit ist komplett anders aufgebaut. So, das heißt, es geht los mit Außengelenken, die von deren, also man sieht direkt, die sind unterschiedlich gegenüber dem Original. Das heißt, die Außengelenke sind wirklich anders und stabiler und auch die Verzahnung ist viel, viel länger. Man sieht hier, die Verzahnung ist deutlich kürzer und auch deutlich feiner. Die hier ist deutlich, deutlich gröber und länger. Und das hat auch zur Folge, dass wir andere Radnaben mitbekommen. Das heißt, wir müssen richtig am Auto sogar die Radnaben auspressen und diese Radnaben einpressen. Denn dann haben wir hier eine Stahlwelle aus irgendeinem extrem. Das wird ein Material sein, was nicht zu hart ist, weil das immer noch ein bisschen elastisch bleiben muss, um einfach diese Spannungsspitzen aufzunehmen, wenn man zum Beispiel mal stark einkuppelt. Aber es ist auf jeden Fall eine Vollwelle und nicht wie original eine Hohlwelle. So, und jetzt kommt der entscheidendste Teil. Das Innengelenk ist komplett anders aufgebaut. Wir haben hier wirklich ein Antriebswellenflansch mit Gelenk kombiniert. Man nennt es auch eigentlich Steckachse. Original ist das Ganze ein schraubbares Innengelenk, wo dann dieser Flansch noch dran ist. Das heißt, dieses komplette Teil
wird durch das ersetzt. Ja, dann soll das Ganze funktionieren. Jetzt auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, sieht die Welle viel, viel, viel kürzer aus. Kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. Weil wenn wir das hier so nebeneinander legen, also, man kann sie schon ein bisschen rausziehen. Ja. Das ist halt bei den Amis immer so ein Problem. Man weiß nie so richtig 100%, ob es am Ende passt. Da bin ich ja mal gespannt, weil wir haben ja theoretisch ein paar feste Größen. Der Abstand von hier bis hier ist eigentlich fest vorgegeben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die sich das vorstellen. Weil es kann natürlich sein, dass die wollen, dass die Welle so weit auseinandergezogen ist. Aber ja. Wir lassen uns mal überraschen. Aber auf jeden Fall, das ist die Version, die wirklich unkaputtbar sein soll. Ich glaube auch dran, dass die unkaputtbar ist, weil das Zeug da aus Amerika ist wirklich stabil. Richtig stabil. Das heißt wiederum, wie gesagt, wir müssen alles rausbauen. Neue Radnaben rein. Zu diesen neuen Radnaben gibt es dann auch in dem Fall Stehbolzen. Das heißt, die Amis fahren das Ganze nicht mehr mit Radschrauben, sondern es kommt von hinten ein Stehbolzen rein und wir haben vorne anschließend keine Radschrauben mehr, sondern einfach nur Radmuttern. Juckt mich jetzt in dem Fall nicht, weil wird schon schief gehen. Aber sonst, das merkt man schon, wenn man sie alleine mal hochhebt, die wiegt locker das Doppelte gegenüber der. Das ist schon ordentlich. Schon ein bisschen was. Das irritiert mich noch so ein bisschen. Aber ja, wir werden sehen. Was natürlich ein bisschen schlechter ist, ist später für den Ausbau. Wir haben jetzt, wie jetzt gerade, hier hängt noch die andere. Da haben wir immer die Wellen hier gelöst und konnten sie dann im Auto hängen lassen. Das geht natürlich dann nicht mehr, wenn das ganze Teil im Getriebe steckt. Das heißt, wenn wir später mal Motor oder Getriebe ausbauen wollen, werden wir jedes Mal Querlenker lösen müssen und Radlagergehäuse weg, Welle rausziehen, dass wir sie komplett rausnehmen können. Und dann können wir sie rausnehmen. Anders wird das in dem Fall nicht gehen. Ja, die andere Seite gibt es natürlich genauso noch dazu. Die ist in dem Fall deutlich kürzer, aber vom Prinzip her genauso aufgebaut. So, wir können ja mal einmal spaßeshalber gucken. Also auf den ersten Metern fühlt es sich so an, als wenn das soweit passt. Ich krieg's in die Verzahnung eingeführt. Ich will jetzt nicht komplett draufschlagen, weil hier ist wie gesagt ein Sprennring. Der wird einschnappen und dann ist Baustelle groß, sie wieder rauszukriegen. Deswegen werden wir es erstmal nicht reinstecken. So, das war Thematik 1. Antriebswellen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf ein Paket so gefreut wie diese Wellen, weil es ist wirklich Aufwand, sowas sonst irgendwie selbst zu bauen. Jetzt kann man auch anfangen und kann vielleicht von irgendeinem neueren Golf die Außengelenke nehmen, von irgendeinem T4 Sonderfahrzeug die inneren Gelenke, dazwischen eine Welle bauen und so weiter. Das geht auch, aber in dem Fall, wenn es halt etwas zu kaufen gibt, finde ich den Weg, es einfach zu kaufen, auch cool. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Thema Geradeauslauf. Das Problem bei diesen leistungsgesteigerten Frontantriebautos ist halt, dass wenn man erstmal richtig Leistung und auch Traktion hat, gibt man Gas und dadurch, dass die Räder nach vorne wollen und das Auto mit der Masse, mit der Massenträgheit erstmal stehen bleibt, ziehen sich die Räder nach vorne und dabei verändert sich die Spur. Ich zeichne euch das Ganze mal auf. Das geht, glaube ich, am einfachsten. Das ist die sogenannte Vorspur. Also ab Werk, beziehungsweise als wir das Auto vermessen hatten, das sind unsere Hinterräder. Das ist die Fahrtrichtung. Und die Vorderräder stehen nicht gerade, sondern die Vorderräder stehen eigentlich ganz leicht so. Das heißt, die würden sich hier irgendwo kreuzen. Das sind nur ein paar Grad. Was heißt ein paar Grad? Das ist noch nicht mal ein Grad, das sind ein paar Minuten. Das ist aber die sogenannte Vorspur. Die macht man einfach, dass so ein Auto leichter einlenkt in die Kurven. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo wir Gas geben, wandert das ganze Rad nach vorne. Dadurch, dass aber die Spurstange hinten dran fest ist,
dieses Teil und das Rad nach vorne wandert, zieht es quasi das Rad nach außen. So, das heißt, wir haben mit Absicht vorher das Auto vermessen mit dieser Vorspur. Das heißt, die Räder zeigen ein bisschen nach innen. Wenn ich jetzt nun Gas gebe, wandert das Rad nach vorne und zieht sich wieder gerade. Das heißt, unser Ziel ist es, dass normalerweise das Auto so ist und in dem Moment, wenn ich Gas gehe, das Rad 100% gerade steht. So, so ist die Theorie. In der Praxis funktioniert das natürlich nicht, wenn das Rad nicht sich so ein bisschen bewegt, sondern so richtig sich bewegt. Ne? Und man hat das in dem Video auch echt krass gesehen, dass das Rad sich da wirklich zentimeterweise bewegt. Und das wollen wir natürlich nicht, weil man kann das jetzt nicht zentimeterweise irgendwie aufschlüsseln, wie viel Grad Vorspur wir ihm geben müssen, damit es sich beim Geradeaufziehen wieder gerade stellt. Das geht nicht. Dazu würde kommen, solange ihr keinen Gas gibt, fährt das Auto dann ja gegen die Räder. Das heißt, die Räder sind an der Außenkante schneller runter, als ihr gucken könnt. Deswegen muss dieses Spiel unter Last da einfach raus. Und deswegen müssen wir uns als allererstes mal angucken, wo das Spiel überhaupt herkommt. So. Jetzt haben wir eigentlich an der ganzen Achse, das ist ja das McPherson-Prinzip. Das heißt, es wird gelenkt über den Stoßdämpfer. Und hier oben ist ein Domlager drin. Dieses Domlager ist stabil, da bewegt sich nichts drin. Aber wir haben hier unten noch zwei Punkte, wo die ganze Achse drin gelagert ist. Das ist einmal das vordere Querlenkerlager und einmal das hintere. Wir reden hier jetzt einfach von einem Zubehör-Querlenker, ich glaube von Febi. Die sind komplett original und so weiter. So, und jetzt gucken wir mal. Dieses Lager ist eigentlich relativ spielfrei, wenn man da so dran arbeitet. Aber das hintere, wenn wir hier reingehen, da sieht man schon, wenn du hier so reinfilmst, René, wie das Ganze... Das sieht sogar schon fast kaputt aus, obwohl die neu waren, Spiel ohne Ende hat. Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sieht, aber was in dem Moment das Rad in dem Moment macht, da sieht man auf jeden Fall, dass die Spur sich ohne Ende in dem Moment verstellt. Und genau das wollen wir natürlich nicht haben. Klaus von Essen hat uns ein paar PU-Lager geschickt. Wir bauen jetzt den Querlenker aus. Da drin ist eine Gummibuchse. Und diese Gummibuchse wird ersetzt gegen ein sogenanntes PU-Lager. Das heißt, dieses PU-Lager pressen wir in die Buchse. Anschließend kommt dieses Metall da rein. Und das ist dann so der erste Step, wie man da ein bisschen Spiel rausnimmt, indem man halt einfach das Lager härter macht. Das wird natürlich später ein bisschen quietschen, ein bisschen Geräusche machen und so weiter. Aber in dem Fall können wir es leider nicht anders gestalten. Es gibt noch einen weiteren Step, den wir gerne bei Marius am Golf anwenden würden. Das ist eine sogenannte Traction Bar. Da verbindet man wirklich den Querlenker an dieser Stelle nach vorne hin mit einer Querstrebe und macht hier richtig wie eine Art Zugstrebe drauf, dass der Querlenker unter Last sich gar nicht mehr bewegen kann. Dass der wirklich über eine Strebe in Längsrichtung nochmal gehalten wird. Ist für unser Straßenauto allerdings nicht der richtige Weg, weil wir wollen es ja schon optisch an dem Ding immer noch alles einigermaßen original haben. Deswegen probieren wir immer hier die Variante mit den Querlenkern. Das heißt, Querlenker raus, weil muss eh raus, weil wir müssen ja das Radlagerhäuse rausnehmen, um die Radnabe zu tauschen. Und anschließend tauschen wir die Buchsen und dann gucken wir gleich, wie das Spiel danach ist. Irgendwann später. Der Teil wäre geschafft. Die PU-Lager sind in dem Querlenker drin. Hier seht ihr jetzt schön, dass das halt wirklich einfach ein Voll-PU-Lager ist. Das heißt, da sollte nach Möglichkeit jetzt wirklich gar kein Spiel mehr drin sein. Wir haben den einen Querlenker schon eingebaut. Und ja, ich schmiere die immer radikal voll mit einem Fett. In dem Fall ist das so ein Teflon-Keramik-Spray-Fett. Lieber zu viel als zu wenig rein, weil sonst fangen die nämlich irgendwann an zu quietschen. So, jetzt machen wir nochmal von eben unseren Trick und gucken mal, wie viel Spiel hier noch drin ist. So, das heißt, wir gehen einfach hier wieder rein und... Ja, das sieht doch gut aus. Das ist gleich deutlich steifer. Sieht man auch, wenn man hier rein... Hier kannst du noch einmal reinfilmen. Da sieht man auch gleich, dass da fast kein Spiel mehr drin ist. Ein ganz bisschen nur noch. Ja, das war einfach. Ich bin gespannt, wie es fährt. Natürlich müssen wir noch alles vermessen und so weiter. Jetzt als nächstes Radnaben rein, damit wir die anderen Antriebswellen einbauen können. Und dann
geht es auch schon weiter mit dem Motor, würde ich sagen. Als nächstes kommt nochmal ein Video zum Zylinderkopf. Der ist ja immer noch bei NG Motorsports. Da sind wir auf der Flowbench und gucken mal, was die ganze Bearbeitung da am Ende bringt. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, das reicht erstmal wieder und wir sehen uns im nächsten Video.